heute seht ihr mal von mir eine Naturnagelverlängerung über Schablone. Ich habe jetzt die Schablone soweit wieder abgemacht, normal verlängert mit dem Fiberglasgel von Chameleon Company. Das Ergebnis seht ihr hier. Ich habe auch schon eine Schicht Einphasengel bzw. Aufbaugel drauf. Das Ganze wird jetzt erstmal befeilt und in Form gebracht. Diesmal soll es übrigens ein French Design werden mit weißer Spitze und blauen Von Strokevolümchen. Das habe ich natürlich noch gar nicht gemacht. Das machen wir jetzt bei den anderen Fingern auch noch. Und dann hole ich euch dazu, wenn ich das Make-up-Gel auftrage. Ich benutze das Make-up-Gel von Chameleon Company, das Perfect. Muss ich nachgucken? Moment. Perfect Make-up Skinny. Das passt sich dem Hautton besonders schön an und deshalb verwende ich das auch gerne. Ich ziehe mir mit dem Make-up-Gel eine Negativ-French, damit ich dann nur noch mit dem Farbgel, sprich mit dem Weiß, andocken muss. Der typische Vorführeffekt, wir haben gleich nochmal richtig schön reingedatscht hier, aber das kommt ja sowieso weg. Bei dem Make-up-Gel ist der Vorteil, wenn man etwas langsamer ist beim Arbeiten, kann man auch beruhigt arbeiten. Das läuft nämlich nicht sofort in die Ränder. So, das lassen wir jetzt aushärten, machen das bei allen Fingern und dann hole ich euch wieder zurück. Werden wir uns das Make-up-Gel etwas zurechtfeilen, das heißt kleine Unebenheiten ausfeilen und das nach hinten etwas verjüngen, damit dann beim Rauswuchs hinten nicht so eine dicke Wulst entsteht. So sieht das einfach dann natürlicher aus. Und wenn wir das an allen Fingern gemacht haben, kommen wir auch schon zum Farbgelauftrag. Wie gesagt, heute mit Weiß. So. Wie immer mache ich das jetzt bei allen anderen Fingern auch und hole euch dann wieder zurück. Jetzt seid ihr live dabei, wie ich die beauftrage und nehme dazu meinen dünnen Pinsel, um einfach andere vorgezogenen French ordentlich andocken zu können. Das Ganze lasse ich jetzt anhärten und mache alle anderen Finger auch mit. Nach dem Aufbau hole ich euch dann wieder zurück. Nochmal, wie ihr hier sehen könnt, bin ich jetzt schon beim Design angelangt. Der Aufbau ist ausgearbeitet und befeilt. Und jetzt versuche ich ganz einfach mal mittels der One-Stroke-Technik ein paar Blümchen zu zeichnen. Das hatte sich meine Freundin als Design ausgesucht. Gefunden hat sie das im Netz auf einer Seite. Und ja, das probiere ich jetzt ganz einfach. Es wird nicht gar so genau werden, wie es auf dem Bild ist, aber so ähnlich. Ich bin halt jetzt am Überlegen. Ich muss euch mal mit hier rumnehmen. Inwieweit, ja, das jetzt noch gut ausschaut, werden wir dann sehen. Das ist der typische Vorführeffekt, wie man ihn so immer hat. Aber beim ersten Finger habe ich auch noch mal abgewischt und da ich jetzt noch ein bisschen von der anderen Seite herkomme, wird das natürlich schwierig. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich solche Blümchen male. Und ja, One Stroke ist es nicht wirklich, aber es sieht jedenfalls ähnlich aus. Und jetzt kommt noch ein bisschen, wenn ich meinen Pinsel finde, noch ein bisschen Gelb und Orange als Highlight in die Blüten. Und dann weiß nicht, ob meine Freundin dann noch was möchte.
Das habe ich ja bei der anderen Hand auch noch mal vor mir. Das habe ich ganz vergessen. Ja. Noch ein Stückchen hinter, wenn es geht, jawohl. Ja. Wie gesagt, hier unten kommt jetzt einfach noch ein bisschen gelb-orange rein. Das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Ich tupfe hier einfach so ein bisschen und mittels Wasser wird das dann ein bisschen zum Verlaufen gebracht. Das Ganze trocknet dann, nicht bewegen. An der anderen Seite machen wir das jetzt auch und zum Versiegeln holen wir euch wieder dazu. Wie ihr sehen könnt, habe ich das auch ohne euch gemacht. Auf dem Ringfinger haben wir jetzt noch ein blaues Effektgel drauf gemacht und zwar ist das das Diamond. Komm, fokussier. Nö, wollen wir nicht. Ich mal die Hand weg hier, vielleicht. Das Diamond Glamour Blue von Monika Wolders. Jetzt werden wir nur noch versiegeln und dann sind wir auch schon fertig. Ich benutze dazu den Perfect Finish Flexible von Nicole Weiß. Ja, der stinkt. Das ist die alte Rezeptur und die neue riecht dann angenehmer. Oder kriegst du nachher wieder schönes Nagelöl? So, meine Lieben, das ist das Endergebnis und ich finde fürs erste Mal Blümchen gemalt in so eine Art Wunschdrucktechnik kann man es lassen. Ja, ich weiß, jeder Wunschdruckkünstler unter euch schüttelt jetzt ganz entschieden den Kopf. Ich bin zufrieden und ich werde mich ans Üben setzen, damit das auch noch besser aussieht. So, jetzt warten wir, bis die andere Hand ausgehärtet ist und dann zeige ich euch komplett beide Hände. So, meine Lieben, das ist das Endergebnis. Beide Hände sind jetzt fertig und ich denke, das kann man so lassen. Das ist ein schönes Design, French und blaue Blümchen dazu. Meine Freundin ist zufrieden, denke ich mal. Die Natürlich. nickt. Aha, man hat sie gehört. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye, eure Katrin.